Was haben wir von Shepard? Wie viel davon kam von Graves? Die sind Komplizen, Jungs. Kriminelle. Zurzeit sind sie unsere Partner. Hab ihre Infos geprüft. Sind gut. Über Makarovs Geldgeberin. Eine Oligarchin namens Milena Romanova hat für Makarov jahrelang hinter den Kulissen agiert. Wo ist sie? Eine Privatinsel. Isoliert und abgelegen. Eine Festung im Paradies. Ratet, wer für die Sicherheit sorgt. Conny-Gruppe. Die Infos enthalten Baupläne und Bilder von der Oberfläche. Wonach genau suchen wir? Können wir Milena einfach schnappen? Nicht legal. Aber wir können an ihr Geld. Auf der Insel sind Server mit Zugriff auf ihre Bankkonten. Wir müssen die Sicherheitsprotokolle umgehen. Jemand dort hat einen Funkschlüssel. Findet ihn, damit kann ich mich einhacken. Wir gehen übers Wasser rein und teilen uns auf. Ich hol mir den Funkschlüssel, Ghost sichert den hinteren Bereich. Und die Aufklärung? Ich werde per Drohne aus der Luft koordinieren. Mir gefällt, was ich höre. Dann folgen wir dem Geld. Waffe im Anschlag, Johnny. Ein Sturm zieht auf. Wie sieht's aus, Jungs? Beim Ziel, Roger. Trennen uns gleich. Ich überwache die Lage von oben. An die Arbeit, Bravo. Was geht los? Verstanden. Das Primärziel ist der Funkschlüssel. Milenas Sicherheitsoffizier hatte ihn erst unsere Zielperson. Soap, er wird auf deiner Seite der Insel sein. Sein Pechtag. Ich finde ihn. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Modern Warfare 3. Das Signal ist schwach, aber wenn er sich bewegt, aktualisiert sich sein Standort. Okay. Ich sichere den Bereich. Bleibe am Funk. Viel Glück, Lieutenant. Ja, das werden Sie brauchen. 7-1, Feindkontakt auf dem Dock. Und das ist jetzt irgendwie die dritte oder vierte Open Combat Mission schon wieder. Ich weiß nicht, wie viele wir noch machen. Es gibt mir langsam auf den Sack. Da müssen wir leider durch. Mit unseren Suche den Strand ab. Nach der Auskundschaftung der Insel ließ Shadow Vorräte zurück. Halte Ausschau danach. Verstanden. Könnten sich als nützlich erweisen. Aber halt wegen dieser Open Combat ist. Wenn bei sowas wie Hütten. Wie würdest du sie nennen, Roger? Ich glaube, das sind Cabanas, 7-1. Nichts übrig für den Strand, Johnny? Ich bevorzuge Schnee, Lieutenant. Ich habe nachgeforscht. Die Zielperson heißt Nestor Gustav. Sag seiner Familie, sie soll nicht mit dem Essen warten. Zielperson erledigt. Schnappt ihr seinen Funkschlüssel? Ah, scheiße, ich bin dabei. Sie haben mich entdeckt. Was ich sagen wollte ist, wie viele? Der Ghost kann ja gar nicht hier bei uns sein, weil diese Kack-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 
Ich stehe vor einem Gebäude gegenüber dem Bunker. Ich sehe dich. Vorrücken und überprüfen. Die Bunkertür öffnet sich. Verstanden. Das war die Bunkertür. Sie haben dich erstmal verloren. Ja. Schnapp dir jetzt die Zielperson. Du brauchst deinen Funkschlüssel, wenn du drin bist. Bestätigt. Brauche Zielperson für Zugang. Brauche Zielperson für Zugang. Sie suchen nach dir 7-1. Warte. Ist irgendwo ganz woanders. So, nochmal hier rein. Gehe hinein. Such nach allem, was wir gebrauchen könnten, Soap. Aber den Funkschlüssel. Der Bunker ist offen und du hast den USB-Schlüssel. Geh schnell zum Terminal, Soap. Yep. An alle, bin im Bunker. Bestätigt. Greif auf Terminal zu, Soap. Alle Einheiten im Umkreis sind ausgeschaltet. Hör doch auf zu labern. Verstanden. Ich freue mich schon, wenn wir endlich Terminal fertig sind mit diesen Kack-Open-Combat-Mission. Ich sehe mehrere Konten, Banken, Bankleitzahlen. Ein Anfang ist aber alles biometrisch gesichert. Abhörung zeigt mehrere Anrufe aus dem Haupthaus. Milena muss drinnen sein. Wir brauchen Gesicht, Augen, Fingerabdrücke. Verstanden. Soap, treffen beim Anwesen. Wir holen uns Milena lebend. Conny wird Milena bis in den Tod beschützen. Also bis in den Tod. Los geht's, Lieutenant. Klar, bis in den Tod, ja moin. Als ob das so eine krasse Frau ist. Die wird übelst geschützt. So. Ja, wie so ein Staatsheld. Da sind sehr viele. Wir schleichen uns einfach rein. Also, diesmal will ich wirklich Achtung, schleichen. Bravo, ich sehe neue Drohnenaktivität auf der Insel. Augen nach oben, Johnny. Mach alle platt, die du siehst. Wer hat mich Roger, gesehen? Lieutenant. Du bist aufgeflogen. Wer hat mich denn gesehen? Soap Romanova telefoniert von ihrem Büro aus. Ich habe das Signal abgefangen. Wir sollten mithören. Moment. Wer greift auf das Terminal zu? Findet Gustav. Sofort. Gustav ist auf unbestimmte Zeit verhindert. Achtung, Milena ist besorgt. Sie liebt das Geld. Gut, das können wir gut nutzen. Haupthaus, gehe rein. Verstanden. Vorsicht, ich werde Sichtkontakt verlieren. Okay, wo ist Romanova? Verschanzt in ihrem Büro. Zweiter Stock hinter einer Sicherheitstür. Wie kommen wir da rein? Ghost, wenn du den Strom für Sicherheitssysteme kannst, kann ich die Tür von hier aufmachen. Alter, geht klar. Ohne Strom sollten sich auch die Drohnen erledigt haben. Selbst wenn wir Romanova kriegen, wird das Conny nicht stoppen. Sie geben erst auf, wenn sie tot sind. Stimmt auch wieder. Soap, du weißt, was zu tun ist. Sauber und unauffällig, Watcher. Meine Spezialität. Pass auf die Drohnen auf, 7-1. Also unauffällig würde ich das jetzt nicht nennen, so. Ghost, was gibt's Neues zum Strom? Sicherung lokalisiert. Bleib am Ball, Johnny. Gott, bin oben. An alle Stationen, der Strom ist aus. Verstanden, Drohnen sind auch abgeschaltet. Gerade rechtzeitig. Mach das Schloss an Milenas Tür auf, Laszlo. Bin dabei. Moment. Die Tür ist offen, Jungs. Wir sind drin. Wir sehen uns. Sie ist fertig. Die Mission. Spezialeinheit, Hände hoch! Sitzen! Fieg dich! Setzen Sie sich, Milena. Wo ist Ihr Boss? Ich habe keinen Boss. Niemand gibt mir Befehle. Wie läuft es, Jungs? Sie will nicht reden. Das wird sie gleich. Geben Sie mir Ihre Hand. Wieso? Oder du hackst sie ab? Ist nicht mein Stil. Aber seiner. Wozu die Maske? Um mein Gesicht zu verbergen. Wir sind drin. Nichts in meinen Bankdaten bringt euch näher zu Wladimir. Das werden wir ja sehen. Mehrere Konten der Conny-Gruppe, gut verschleiert. Diverse neuliche Überweisungen an das Lordaya-Gefängnis. Der Gulag. Geld für Makarovs Flucht. Geld öffnet Türen. Lass uns doch ein paar Rubel aus Makarovs Kasse nehmen. Erledigt. Sag Bescheid, ob wir einen Nerv getroffen haben. 85 Millionen von Makarov transferiert auf ein CIA-Schwarzkonto. Wladimirs Werk ist schon vollständig bezahlt. Ihr seid nicht sehr gut darin. Sie auch nicht. Alle ihre Leute sind tot und ihre Konten weit offen. Ihr beraubt nur Makarovs Zukunft, nicht meine. Oh, so. Hörst du das? Oh ja? Dann müssen wir wohl persönlich werden. Wir müssen hier bald weg.
Beeil dich oder wir nehmen sie mit. Schweizerische Nationalbank. Das ist ihr privates Konto. Stimmt's? Das Geld wurde kaum angerührt. Was wird es? Ты за кого, сука, себя принимаешь? Wir scheinen ihren wunden Punkt gefunden zu haben. Lehren wir es. Trau dich das bloß nicht. Stimmt etwas nicht, Frau Romanova. Ich kenne nicht Makarovs Pläne. Ich bin ein Finanzier. Nicht weiter. Gib ihm deinen Abdruck. Oder zeigen Sie uns den Weg zu Makarov. Fickt euch. Und den kleinen Vogel in eurem Ohr. Das Konto ist mein Geld. Ich kämpfte dafür, mein Verdienst. Noch ein bisschen und wir haben sie. Letzte Chance, sonst übernimmt er. Er wird wissen, dass ihr hier wart. Ohne mein Geld bin ich so gut wie tot. Ich brauche mein Geld. Dann brauchen wir Makarov. Wo ist er? Vostok! Es gibt eine Überweisung an Vostok Capital in St. Petersburg. Wladimir Kopf verlassene Immobilien. Ich weiß nicht, was er damit macht. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich sehe sie. Mehr brauchen wir auch nicht. Es war mir ein Vergnügen. Nettes Gespräch. Wenn ihr um euer Leben fleht, wird er es euch nicht gewähren. Und wie gibt's ab, du? Даже Shadow можно сломать. Сломать можно, как угодно. Если не Shadow добрались до Милены, то кто? Прайс. Вся его королевская рать. Не без помощи Shadow. Это просто взаимовыгодное отношение, уверяю тебя. Нам надо немедленно проработать информацию, полученную от Пенноба. Поручите это мне. Нет, ты мне нужен здесь. Дивиды от Импера. Раз они нашли Милену, они могут найти и нас. А вы думаете, им что-то еще известно? Считай, что известно, я безвреден. Если они придут, то мы их встретим. Я хочу, чтобы все знали, что мы ни перед кем не остановимся. Мужчины они, женщины или дети. Ясно? Предельно ясно. Если разведданные от нашего друга Shadow подтвердятся, ты первый об этом знаешь. А если нет?